Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht hier Watch Dogs mitten im CTOS Hauptquartier. Naja, nicht im Hauptquartier, aber in so einem Regionalbüro, nennen wir es mal, also eine Verbindungsstelle. Ne, die wollen wir jetzt für uns hacken, ne, dass wir hier in diesem Stadtteil dann auch auf das CTOS zugreifen können. Und ja, die haben auch ganz schön aufgerüstet. Der letzte, der war ja total easy. Den haben wir ja so im Vorbeigehen gemacht. Und hier gibt's einen Haufen Truppen, ne? Und da müssen wir halt gucken, dass wir nie gesehen werden. So, wir trinken jetzt nochmal hier ein. Glücklicherweise muss ich jetzt das nochmal machen. Das habe ich beim letzten Mal schon gemacht. Ich wurde dann gesehen, dass ich das mal abbrechen musste. So, jetzt geht's hier wieder auf Zeit. Na. So, sehr schön. So, hier haben wir ein Video. Das haben wir schon gesehen. Oder nie wirklich. Das können wir uns mal richtig angucken. The Randomizer. So, Drohnencam. Okay. Ist wahrscheinlich irgend so eine Überwachungs-App. Thank you, what the fuck? Schwachstelle erkannt. Hacken, um auf Videodaten zuzugreifen, das habe ich ja gemacht. So, hier haben wir noch mehr. Clockwork. Entspanner. Haha, auch nett. So, hier haben wir auch noch eins. Du hässliche Schlampe. Du bist ein elendes Miststück. Du hast mein Leben zerstört, du alte Schabracke. Und jetzt schlitz ich dir die Kehle auf und quetsch deinen Kopf ins Gewürzregal. Ja, mein Hase. Mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Okay? Okay, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Du blöde Fotze! Ach, herrlich. Na gut, wir müssen jetzt hier mal entriegeln. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Sehr schön. Haben wir das gemacht. So. Mal gucken, wie ich hier sinnvoll irgendwie rauskomme. Ich
könnte das Ding natürlich sprengen, aber da ist dann wieder Polen offen, da drehen die sich hinter mir um, das ist dann auch doof. Na? So, der kann sich jetzt mal rumdrehen. Und am besten, ich gehe wieder den gleichen Weg raus, wie ich gekommen bin. So, hier. Wow. Ah, fuck. Ah, fuck. Jetzt aber raus hier. So, wir können jetzt alle Wachen töten oder einfach entkommen. Und ich würde sagen, wir entscheiden mich für Entkommen. Entschuldige. Pass gut auf, er ist hier. Er ist weg. Sehr schön. Backstage-Pass haben wir geschafft. Okay. Halt, was ist mit dir? Ein Bankkonto hacken. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer. Hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Hey, komm mal nicht. Alles klar. Haben wir einen Auftrag gekriegt? The Loop. Müssen wir hier hinfahren für den nächsten Auftrag. Haben hier die Hochbahnstation, auch schön. So, was haben wir hier freigegeben? Ein Verbrechen erkannt. Das machen wir doch mal. Ja, beim letzten Mal sind wir glorreich gescheitert beim letzten Verbrechen. Also man kann natürlich auch mal langsam fahren. Da eckt man vielleicht überall dagegen. Was nicht heißt, dass ich mich deswegen an Rampen halte. An Ampeln. In Wahrheit mache ich das natürlich. Ja, sogar bei Fußgängerampeln, das finden manche ja total komisch. Ich persönlich, das ist einfach mein Prinzip, wenn eine Fußgängerampel rot ist, dann bleibe ich stehen. Egal, ob da Kinder daneben sind oder nicht. Na? So, hier parken an der Seite. So. Okay. Hier muss es sein. Muss hier nur noch. Das willst du gar nicht, Mann. Ne, toll. Okay. Gut, das war schon wieder das Verbrechen. Ich glaube, bei den Verbrechen habe ich nicht viel Glück. Na? Aber wir werden unsere Chancen kriegen, keine Angst. Okay. So, jetzt können wir natürlich mal so ein Cyber-Game machen, aber das heben wir uns mal für später auf. Ey, was machst du hier? Ich hab grün gehabt, bestimmt. So. Langsam vorne ist auch doof. Lieber Augen zu und durch.
Oh, boah, das... Halt! Ah, hier kommst du gar nicht durch, hä? Doch, ich komme hier durch. Schlechter Beifahrer. Na gut, gucken wir mal. Stopp mal die Mission. Zum Teufel, ein Fixer? Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Ha, dann finde ich ihn besser auch. Aha. Jordys Job wird warten müssen. Fühl dich frei. Du, was du nicht lassen kannst. Das ist jetzt offensichtlich irgendein anderer Spieler. So. Und wir müssen jetzt eben rausfinden, wer das ist. Ne? Dazu haben wir natürlich unseren Profiler hier zur Verfügung, um dann die einzelnen Leute abzuscannen, um zu gucken, wer denn da mich hacken kann. Online-Hacking, da steht es auch, gehackt werden. Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von Ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt, er könnte über Ihnen, unter Ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil von jedem an, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Okay. So, wie gesagt. Scheiße, er will sich reinhängen. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor mein Handy knackt. Na, mal gucken. Ja, wieso komme ich hier? Da bist du. Du gehörst mir. So. Ein Fixer mehr. Wie viele von denen gibt es denn noch? Gut. Polizei, Hilfe, Polizei! Oh, Mist. Der rennt natürlich jetzt, ruft natürlich jetzt, Mensch. So, Ihr Bekanntheitsgrad als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Das haben wir gesehen gerade, da ist jetzt so ein bisschen gekommen und wir hatten auch schon in einer vorherigen Folge mal in das Menü reingeguckt. Und dass man bei 500 von diesen Punkten die nächste Fähigkeit freischalten kann. Aber jetzt müssen wir einfach pflichten. Fixer sind Söldner. Sie arbeiten nur für Geld. Geh weg. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Vollidiot. So. Online-Aufträge ab. Vollständiges Tutorial ansehen. Das können wir machen. Ah, können wir gerade nie machen. Oh. Was? Oh, fuck. Shit. Und die sind aber hart, die Bullen, muss man sagen. Naja, so, das hat man gehabt. Ich war blöd genug, ich hätte mir sofort ein Fahrzeug nehmen sollen, als ich gemerkt habe, dass der Inner sozusagen die Polizei ruft. Nichtsdestotrotz, ich habe den Fixer abgewandt und mehr ging es ja bei dieser Mission erstmal nicht. Ja? Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Raster. Und es sieht so
es sieht auch so aus, als wäre. Jetzt kann man gut das auch mal durchlesen. Es sah auch so aus, als wäre das sozusagen ein, also kein wirklicher echter Feind, also anderer Spieler gewesen, sondern quasi einfach nur ja vom Spiel selber gesteuert. Na, normalerweise sind das ja quasi diese, ist ja ein Teil des Mehrspieler-Parts von Watch Dogs, dass man sich sozusagen in die Spiele anderer reinhacken kann. So, da steht die App Online-Aufträge oder das Raster zeigt die Online-Aktivitäten von Fixern in Chicago, zum Beispiel die Invasionsmission Hacking und Beschattung, Rennen und Entschlüsselungsaufträge, freies Spielen online, oh cool, und CTOS-Mobilaufträge. Starten Sie die App über Ihr Smartphone oder die Verknüpfung auf der Weltkarte. Aha. Können wir mal gucken. Und da ist es Online-Session, Online-Aufträge-App. So, CTOS Mobilherausforderung. Online-Hacking 1 gegen 1. Online-Hacking wählen und ein Ziel anfordern. Aha. Online-Beschattung und freies Spiel. Was muss ich jetzt machen? Ich will das eigentlich gar nicht machen jetzt. Na gut, dann machen wir mal online, keine Ahnung, online Rennen. Freispiel. Ah ne, Moment, wir sollen online Hacking wählen. Auf den Straßen von Chicago hat sich ein rivalisierender Fixer Informationen beschafft, die sie brauchen. Ziel, das Handy des Fixers hacken, ein Backdoor installieren, die Daten stehlen und dann fliehen, bevor sie entdeckt werden. Und wir sollen dem Fixer nichts tun, denn die Daten werden sonst wertlos. Muss ich das jetzt machen? Na gut. Wenn ich das jetzt machen muss, dann werde ich das wohl machen müssen. Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Nichts. Keine Aufträge. Gut, ich habe das abgebrochen. So. Na gut. An der Stelle machen wir mal einfach einen Cut. Kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Raus hier. Och, die Oma. Schön. Geht's gut. Alles problemlos. Gut, keine Sorge. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal einen kurzen Cut. Ne? Ich fahre jetzt hier noch perspektivisch in die Richtung des nächsten Auftrages. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Mission dann. Und in der nächsten Folge vor allen Dingen. So, das wird sowieso desaströs werden, wenn das so ein Fahrauftrag ist. Dann wird das eher desaströs. Na gut, wie gesagt, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ja, hinterlasst mir doch einen netten Kommentar, da würde ich mich freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Da wollte ich doch tatsächlich einen Fixer in unser Mobiltelefon hacken, also das können wir nicht zulassen, ne? Gut, ich bin der Meinung, das war ein geskripteter Fixer sozusagen, kein echter, aber im Wesentlichen sieht genau so ein großer Teil des Multiplayer-Modus von Watch Dogs aus und wir werden das natürlich bestimmt nochmal gegen echte Gegner ausprobieren. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!